Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres langen Formel 3 Talks mit Rainer Braun. Rainer hat jetzt nochmal ein paar Äste aufs Lagerfeuer nachgeworfen und hat noch ein paar Geschichten auf Lager. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Rainer, machen wir gleich weiter, oder? Aber klar, ich habe mich jetzt mal in einer schnellen Pause wieder erholt und jetzt geht's weiter. Und jetzt steigen wir ein, so Mitte der 80er Jahre etwa. Das ist jetzt die große Zeit wieder von VW, die Alpha-Attacken zurückgeschlagen haben und sich dann angeschickt haben, wieder alles zu beherrschen. Bis dann übrigens Opel kam und sie wieder vom Thron gestoßen hat. Dazu später. Als erstes Bild würde ich gerne mal zeigen den Bertram Schäfer mit seinen ersten Werksfahrern, unter anderem, das ist die Ellen Lohr und das ist der Otto Rensing. Das ist ein Bild aus dem Jahr, es könnte 86, 87, 88 gewesen sein. Also dieses Bild umfasst eigentlich die ganze Zeit von 84 bis 94, was VW Motorsport betrifft und Bertram Schäfer. Denn so lange war der Bertram Werksteam bei VW Motorsport. Oh ja. Also das ist schon eine lange Strecke und der LKW ist auch entsprechend groß. Sowas hat sich bis dahin dann kaum jemand leisten können. Da ging es dann richtig in die Vollen. Ne? Mhm. Weil da war auch ein guter Etat da. Der Klaus-Peter Rosurius als VW Motorsportchef hat natürlich diese Formel 3 zur Chefsache erhoben. Und da wurde wirklich an nichts gespart. Und die Jungs und auch die Dame, Ellen Lohr, hatten es wirklich gut beim Bertram. Da hat es an nichts gefehlt. Und davon gehe ich aus. Und dementsprechend war dann auch die Erfolgsausbeute. Ellen Lohr übrigens in Monaco Platz 2. Soweit ich mich erinnern kann, knapp verloren gegen den Laurent Aiello. Mal so nebenbei, ist mir gerade so eingefallen. Mir fällt ja immer was ein, wenn ich da so die Figuren alles sehe. Ja, auch hier zum Beispiel der Bertram mit seinen Werksfahrern Patrick Bernhard links und Sascha Maaßen rechts. Mhm. Und der Chef obendrauf mit den Sturzhelmen. Das war auch eine schlagkräftige VW-Mannschaft aus irgendeinem dieser Jahre mit Volkswagen Motorsport. Dann haben wir als nächstes hier, ein bisschen Spaß muss auch sein, gell? Der Otto hat jetzt mal die Ellen eingetötet, hinter die Motorhaube gestellt und die Heckhaube noch dazu gleich oder seine eigene oder was auch immer. Jedenfalls Spaß war auch immer angesagt, es gab immer was zu lachen bei den Herrschaften. Jetzt gucken wir mal weiter. Ja, dann beginnt 1987 das große Jahr des Bernd Schneider, den ich hier natürlich gerne nochmal vorzeige, weil da hat er sich, glaube ich, auch selbst den Grundstein gelegt für seine große weitere Karriere. Er kam aus der Formel Ford, ist dann Formel Ford 2000 gefahren, hat in beiden Kategorien immer gewonnen. Und es war klar, dass Ford ihn jetzt noch weiter unterstützt, auch in Richtung Formel 3. Natürlich Weichen stellt, allerdings konnte Ford dann nichts mehr für ihn tun, weil es da keine Aktien mehr gab. Das war ein Dallara VW, meines Wissens. Ja, war ein Dallara VW. VW-Motor 1987 Rekordsieger. Und hätte das Ding in der Avus nicht gegen die Leitplanke geschmissen, locker in Führung liegend, hätte er wahrscheinlich alle Rennen sogar gewonnen. Aber lustig, er hat noch einen VW-Motorsport-Aufkleber auf dem Anzug, ne? Wenn das aus dem Jahr ist. Oder ist das vielleicht ein anderer? Nee, das ist Ford. Den Ford Motorsport an. Der Ford Motorsport, ja, ja. Aber er ist VW gefahren, ja, ne? 87 auch schon Ford Werksfahrer war und Ford Junior in der DTM. Okay. Ah ja, stimmt. Ja, 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 der war auch Ford Junior. Ja. Mit dem Frank Bieler und mit dem Manuel Reuter zusammen. Ja. Und Ford hat bewusst das genehmigt, dass er die Formel 3 fährt, weil natürlich wusste der Mike Granefuß und auch der Lothar Pinske, der dann inzwischen natürlich Sportchef war, und der Mike Europachef und Weltchef und was auch immer, die wussten natürlich, dass die Formel 3 Tourenwagenmann nur gut tun kann. Mhm. Man hat sowieso bei den Werken in der DTM bevorzugt Formel 3 Leute genommen, weil man wusste, das sind Spätbremser, die kommen mit dem Tourenwagen besser klar als gelernte Tourenwagenleute. Ja, deswegen waren Formel 3 Fahrer immer sehr beliebt bei der DTM vor allem. Ich erinnere an Franchitti Magnussen, die eine ganze Saison in England sich bekriegt haben und geprägt haben und die dann in die DTM kamen und alle Superstars verheizt haben, der Reihe nach. Okay. Ja. Da kannst du mal an Klaus Ludwig fragen und die gestandenen Herrschaften, was die alles gelitten haben unter Magnussen und Franchitti. Das war 1995, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war, gegen die zu fahren, war die Hölle.
Weil die sind natürlich mit ihrer Unbefangenheit aus der Formel 3 da dran gegangen. Die haben viel später gebremst als alle anderen. Und ja. Wer spät bremst, kommt früh aus der Kurve. Ja, apropos spät bremsen, Michael Schumacher, gell? Ja. DTM. Ja, gut, 1990, Hockenheim. Da kam er gerade aus der Formel 3, gell? Und hat gerade in der Formel 3 gelernt gehabt, wie man das so macht. Und ja, wir wissen ja, was da mit Johnny Tricotto passiert ist. Ne? Ja, genau. Er hat einfach zu spät gebremst. Er hat sich erschrocken, dass die anderen so früh bremsen. Die Formel 3-Leute im Tourenwagen bremsen alle per se später, weil sie das so gewohnt sind. Die haben ganz andere Bremspunkte. Und die handeln das dann irgendwie. Die kriegen die Kiste schon um die Ecke rum. Ja? Nur da ist bei Michael leider schiefgegangen. Aber wie gesagt, da ist ein bisschen aufs Gas gebremst. Ist ja der erfolgreichste DTM-Pilot überhaupt, mit dem Klaus Ludwig zusammen. Obwohl der Klaus Ludwig ja nie in irgendein, doch, der hat einmal in Formel 2 gesessen, aber das war nichts. Das hat er bald wieder sein lassen. Ansonsten, der Bernd als reiner Formelmann hat natürlich die größte Karriere dahingelegt in der DTM überhaupt. Ne? Rekordsieger, 5 Meisterschaften, dazu noch einmal ITC oder Goldpokal oder wie das heißt. Also das war schon was. Ne? Der ist bis in die Formel 1 gekommen. Diese Formel-3-Saison 1987 hat dem Bernd Schneider das Tor zu Zackspeed geöffnet in der Formel 1 88. Der wäre nie da reingerutscht ins Formel-1-Programm von Zackspeed, wenn der nicht 87 so einen durchschlagenden Erfolg in der Formel 3 gehabt hätte. Der fuhr übrigens bei Schübel. Ja, okay. Ja, Horst Schübel, der hatte damals ein richtig gutes Formel-3-Team. Auch der Victor Rosso gehörte dazu. Der bei Schübel seinen Job gemacht hat. Argentinier war auch sehr gut, sehr schnell. Alles Leute, die über diese Steigerung Formel Ford, also Kart, Formel Ford 2000, dann in die Formel 3 kamen. Nächster Fall. Hier haben wir zum Beispiel 1988 den späteren Meister Jockel, nicht Jockel, doch Jockel, Jockel Winkelhock mit Frank Bieler rechts und links, das ist der Erik van der Poel, wenn mich nicht alles täuscht. Steht auch drauf, ne? Erik van der Poel. Ja, auf dem Gürtel steht das drauf. Auf seiner Schale. Der Jockel fuhr damals für den Willy Weber. Das war im Prinzip der Vorgänger von Michael Schumacher bei Willy Weber in der Formel 3. Und rechts der Frank Bieler hatte gerade seine zweite Formel 3-Saison. Der fuhr 87 auch schon. Frank war 87 Ford Junior. Doch, ja, das ist die zweite Formel 3-Saison für den Frank. Und die Dame in der Mitte, glaube ich, die gehört, glaube ich, zur Formel-3-Vereinigung. Okay, ich hätte gesagt, sie hat... Das Team von Bertram, ich weiß es nicht. Genau. Auf jeden Fall, große Freude, Jockelmeister. So, jetzt kommt mein Lieblingsbild. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte. Das glaubt uns kein Mensch heute. Da stehen 4 Mann auf dem Podium und trinken Pils. Das ist... 1989, die beginnt sehr fröhlich, diese Saison. Das ist nämlich am Nürburgring. Wir haben auf dem Podium von links nach rechts den Victor Rosso, der gerade noch zum Prost das Glas hochhebt. Wir haben daneben den Kollegen Bayerlein. Dann kommt der Michael Bartels als Sieger, der trinkt schon kräftig. Dann kommt Michael Schumacher, der trinkt auch. Ist das tatsächlich Schumi? Das ist die erste Formel-3-Saison. Okay. So. Dazu gibt es aber folgende Geschichte. Erstens war dort um diese Zeit noch Bierwerbung erlaubt und Alkoholwerbung. Da konntest du auch noch mit dem Jägermeister Formel 3 fahren oder mit dem Bitburger Formel 3 oder mit was weiß ich. Ja. Aber diese Geschichte hier ist insofern einmalig, weil Bitburger Brauerei war Sponsor der Formel 3 Meisterschaft, der Gesamtmeisterschaft. Also ein Partner, der auch auf dem... Hinten auf der Wand steht. Ne? Zu sehen ist, da sieht man es, zwischen den beiden in der Mitte steht Bitburger. Mhm. Der Vertrag mit der Formel-3-Vereinigung sah vor, dass Bitburger zu jedem Rennen einen LKW schickt und jedes Team 20 Kasten Bitburger Pilz kriegt. Jetzt stellt euch das bitte mal vor. Jedes Team 20 Kasten Bitburger. In jedem Kasten sind, glaube ich, 20 Flaschen drin. Ja, und dann kommst du jetzt ordentlich was zu trinken. Kästen. Für jedes Team, nicht für alle zusammen, für jedes Team. Und dann kam ein riesen LKW mit Hänger, grün, und dann schallte ein Ruf durchs Fahrerlager, der LKW ist da. Und dann rannten alle Teamchefs oder deren Vertreter los, um das Zeug in Empfang zu nehmen und ein paar Mechaniker hinterher und schleppten dann die Kisten in ihre Zelte und in ihre Boxen.
Und ab dann wurde nur noch getrunken. Was machen Sie heute? Heute retten Sie den Regenwald. Ich fand das so genial damals. Und es gab bei jeder Siegerehrung die Pflicht, es muss ausgeschenkt werden. Und es muss getrunken werden. Nicht weggeschüttet, sondern, ja, diesen hier. Da sind sie alle am Saufen. Guck's dir an. Schon ist das Wahnsinn nicht eigentlich. Wunderbar? Wenn man sich überlegt, wie sich die Zeiten geändert haben, ja, dass man heute Alkohol und Sport auf gar keinen Fall mehr zusammenbringen darf. Ne? Oder Alkohol und Autofahren. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ist das nicht ein herrliches Bild? Ja. Davon träumst du heute doch. Da bist du so weit entfernt. Ja. Tja, das nur nebenbei. War übrigens einer der wichtigen Siege von Michael Bartels, der um den Titel mitgekämpft hat, aber ihn dann doch 89 verloren hat. Ganz knapp. Mhm. 89 wurde Meister. Der Karl Wendlinger. Ralt Alpha, trotz VW Übermacht, ein Punkt vor Michael Schumacher und vor Heinz-Harald Frenzen. Das ist das Ergebnis des 89er Jahres. Wahnsinn. Und der Michael hat trotzdem sein Bier getrunken. Ja, siehst du, das ist doch. Diese Biertrinkerei musste übrigens nur am Nürburgring immer stattfinden. Wir hatten am Nürburgring in der Regel drei Läufe: einmal im Frühjahr, einen Sommer, einen Herbstlauf. Und bei Bitburger ja Eifel, und das war ja in der Region, da musste am Podium getrunken werden. Ansonsten Sponsor und viele Kastenbier. So, hier haben wir unseren Freund Michael Schumacher in seinem ersten Formel-3-Jahr. Hat er wirklich stramm um den Titel gekämpft und lief sehr gut bis zum Schluss. Und wie gesagt, ein Punkt hinter dem Karl Wendlinger, gemeinsam punktgleich mit dem Heinz-Harald Frenzen. Und da hat er schon sein bekanntes Helmdesign. Das hat er nachher beibehalten. Das wurde dann aber immer weiter abgewandelt im Laufe der Formel-1-Zeit. Aber das war die Urform des Helms. Mit dem Helm ist er auch so vor dem König gefahren und ich glaube sogar Kart. So. Dieser Mann hier ist genauso wie ein Kollege, den ich gleich anschließend zeige, nämlich den Michael Bartels. Die beiden sind gemeinsam am Kollegen Michael Schumacher zerbrochen. Von der Karriere her. Deshalb, weil der Frank Schmickler war Teamkollege bei WTS vom Michael Schumacher. Der hat natürlich gelitten darunter, dass der Michael grundsätzlich mal vorneweg gefahren ist und irgendwann bist du gebrochen. Und dann hast du es dicke und sagst, komm, lass gut sein. Ne? Also das war der Erste, den der Michael gebrochen hat, in Anführungszeichen. Der Zweite war der hier. Ja, das ist der Michael Bartels. Der hat zwar auch Rennen gewonnen in dem Jahr, aber es war nicht das, was er sich erhofft hat. Und er hat auch feststellen müssen, mit Kollege Schumacher ist im Nahkampf nicht so gut Kirschen essen. Ja, und, aber das macht auch einen Rennfahrer aus, ne? Ja. Das ist schon, das muss man obwohl mithalten können. Michael seinen Weg gegangen ist, aber auf andere Art und Weise und sicher nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Das wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Hier haben wir nochmal unseren Heinz-Harald Frenzen, der im ersten Jahr mit dem Michael zusammen in einem Team fuhr, ONS Nachwuchsförderung. Einer fuhr beim Schübel, das ist der Frenzen, der andere der Michael beim Willi Weber. Das Ganze habe ich damals mit dem Michael Bernard gemeinsam beaufsichtigt, damit wir da ein bisschen Ordnung reinbringen und damit auch das Bild nach außen stimmt. Und wir haben eben verschiedene Dinge geregelt, die die Buben halt nicht haben regeln können. Und da haben wir dann geguckt im Auftrag der ONS, heute DMSB, dass das alles funktioniert. Ich meine, mit zwei Punktgleichen, einen Punkt hinterm Meister, waren wir nicht unzufrieden. Ne? Ja, das ist gut. Ja. Ich finde, es ist ganz gut gelaufen. Das stimmt. Erinnere ich mich sehr gerne dran. Hier haben wir den Meister, Karl Wendlinger, fuhr im Team von Helmut Marko. Hat übrigens nach dem Schlusslauf in Hockenheim lange gedauert, bis die Rechenmaschinen geglüht haben und dann endlich klar war, der Wendlinger hat mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Vorher wurde erst Schumacher gefeiert, mit Frenzen zusammen, als beide Meister punktgleich. Und dann schlurfte um die Ecke der Dr. Helmut Marko und sagte, ihr könnt es ja alle nicht rechnen. Und mein Karl ist Meister, mein Karlemann. Und tatsächlich mit einem Punkt. Durch die Streichresultate sind alle irgendwie ein bisschen verwirrt gewesen und jeder hat was anderes gerechnet. Der Kalli Hufstadt hat ein anderes Ergebnis, ich hatte ein anderes, der Nächste hatte wieder ein anderes. Nur keiner hatte den Wendlinger auf der Rechnung. Ja, und der wurde es dann wirklich. Und da war ziemlich viel Jubel, Trubel, Heiterkeit am Ende. Ja. Und großes Gelächter, weil wir alle nicht rechnen konnten. So, dann haben wir hier nochmal ein Bild aus dem Jahr 1990. Das ist dann schon das zweite Jahr von Michael.
Das waren die drei großen Animateure der deutschen Formel-3-Meisterschaft 1990. Da war was los, ne? Mit Rensing und Schumi. Ja, und dazu noch der fröhliche Jörg Müller, der natürlich für jeden Scheiß und jeden Spaß gut war. Ja. Wo du Jörg hattest, hattest du immer was zu lachen. In Jörgs Umfeld war eine gewisse Ernsthaftigkeit nie da, sondern da gab es immer nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das ist doch gut. Das war aber bei ihm immer so, ob Formel Ford, ob Formel 3 oder ob später auch bis heute. Der Jörg ist ein so fröhlicher Typ. Solche Typen hast du viel zu wenig eigentlich. Mhm. Und er ist trotzdem erfolgreich. Das ist ja eben die Kunst, Blödsinn zu machen und doch erfolgreich zu sein. Das muss nicht alles tierisch ernst sein. Also die drei hatten offensichtlich ganz viel Spaß miteinander, wie man hier sieht. Das ist Michael in, wie gesagt, seinem zweiten Formel 3-Jahr, da war auch noch, das war gerade so die Übergangszeit, da war die Zigarettenwerbung dann nicht mehr erlaubt. Ab 90, dann hieß es dann East plötzlich statt West. Und das Logo als solches war aber noch als West zu erkennen. Genau. Auch Zack Speed ist damit dann nochmal gefahren in der Formel 1, aber irgendwann war es dann ganz Schluss mit den Zigaretten. Hierzu ist zu sagen, er wurde Meister in dem Jahr 1990, aber in den ersten 4 oder 5 Rennen hat er keinen einzigen Punkt gemacht. War ständig irgendwas. Null, nix. Okay. Und dann als Spätstarter zur Saisonmitte fängt er an zu punkten und wird noch Meister. Unglaublich. Musste man nur mit ihm rechnen muss, ne? Ja, das alles weiter mit VW-Motor. Aha. Hier, das ist ein Bild von ganz besonderer Tragweite. Das ist der DM-Finallauf in Hockenheim 1990. Formel 3. Wir sehen links Michael Schumacher, der nicht unbedingt sehr freudig dreinblickt, aber Meister ist. Wir sehen rechts Otto Rensing, der auch nicht sehr freudig dreinblickt. Und eigentlich fast aber auch ganz vorne in der Meisterschaft landet, nämlich knapp geschlagen um ein paar Pünktchen. Wir sehen in der Mitte einen Gaststarter. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, das ich vorher schon mal angeschnitten habe. Dann kommt dann einer mal aus der englischen Meisterschaft und fährt mal plötzlich bei uns Deutschen mit. Und dann nimmt er dem Michael Schumacher mal eben 6 Sekunden ab. Ne, als dann Zweiter. Weiß, was los ist. Ne? Das ist nämlich der Mika Häkkinen. Ja. Der Michael war so sauer, dass er das Ding nicht gewonnen hat und dass ihm ein Mika Häkkinen beim ersten und einzigen Gaststart in der deutschen Formel-3-Meisterschaft so viel Zeit abnimmt. Und das in Hockenheim. Und der Otto kann auch nicht lachen. So. Aber ich glaube, der Otto kann nicht lachen aus anderen Gründen, oder? Ja, Otto ist immer sehr ehrgeizig gewesen. Ja, immer. Ja, genau. Ja, ja. Otto hat nie gern verloren. Ich meine, niemand verliert gerne, aber das kannst du natürlich auch mit einem Lächeln überspielen. Aber Otto war immer einer, der vom Ehrgeiz geprägt, fast zerfressen war und immer alles gewinnen wollte. Und das hat natürlich auch nicht immer geklappt. Aber ein guter Typ. Und wenn er gewonnen hat, konntest du mit ihm viel Blödsinn machen. Wenn er verloren hat, war er sauer. Man sieht es an seinem Gesicht. Er guckt nicht sehr fröhlich. Ja, nee, der hat auch keinen Bock mehr auf Mika Häkkinen. So. Hier nochmal ein Bild aus Diepholz ist das. Das ist der Jörg Müller im Team von Malte Bongers. Der Malte Bongers als Teamchef steht rechts mit den weißen Ohrschützern. Das ist auch so ein Fall. Da erinnere ich mich noch sehr gut. Wir haben dieses Formel-3-Rennen in Diepholz übertragen bei Dreisat live, wie wir vieles live übertragen haben, samstags in Sachen Formel 3 und haben dann das DTM-Quali-Rennen gemacht, samstags und weil es da alles so gab. Der Jörg, da führt er in Diepholz. Es war 1991, also in dem Jahr, in dem wer Meister wurde. Wer wurde da Meister in dem Jahr? 91 wurde der Tom Christensen Meister. Okay. Und der Jörg war im zweiten Jahr der ONS-Förderung und führte in Diepholz. Und auf einmal schmeißt er das Ding raus. Naja, und dann ist er zur Christa Haas und die Christa hat ihn dann befragt. Antwort Jörg Müller, war das nicht geil, dieser Abflug. Das werde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Hat er sich noch gefreut darüber. Ja. Das fand er sensationell. Sowas hat es auch gegeben. Ich meine, sein Teamchef, der Malte Bongers, fand das nicht so lustig, glaube ich. Aber das war Jörg. Ja. Er hat sich über Siegel gefreut und über Abflüge. Alles egal. So, und hier haben wir den letzten Meister in der deutschen Meisterschaft für VW der frühen Dekade. Das ist der Tom Christensen, der für den Bertram Schäfer nochmal
1991 den Titel geholt hat. Und danach wurde es dann eng, dann kam Opel. Das war schon 1991 der Fall und es wurde immer enger. Und ab 1992 hat dann Opel das Thema beherrscht. Und zwar sehr lange, für viele Jahre. Bis 2002. Fast durchgängig, nur unterbrochen durch einen Fiat-Titel von dem Jörg Müller, 94. So, das Ende der ersten großen Volkswagen-Dekade. Die zweite folgte dann ab 2007, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht noch drauf. So, jetzt haben wir ja schon einiges gesehen, Freunde, aber ehe ich es vergesse, ganz, ganz wichtig, das Jahr 1991, über das wir jetzt gerade reden und geredet haben, das hat natürlich in dem Rückblick der Formel 3 international, vor allem auf den Monaco Grand Prix, ein ganz wichtiges Ereignis gehabt. Das war nämlich der erste deutsche Sieg in der Geschichte, in der langen Geschichte des Formel 3 Grand Prix Monaco. Ich glaube, seit 1950 wird er ausgetragen, heute leider nicht mehr. Der Jörg Müller hat es tatsächlich geschafft, als unser damaliger ONS-Nachwuchsmann Monaco zu gewinnen. Und nicht nur er, der Klaus Panschwitz von VW Motorsport, hat zuerst einmal die Führung übernommen. Der Jörg Müller hat ihn in einem Wahnsinnsüberholmanöver vor der Mirabeau, ähnlich Stefan Bellof und René Arnoux, sich gegriffen und ist dann einfach um 20 Sekunden weggefahren. Das war so spielerisch leicht, optisch. Das glaubt kein Mensch. Wenn du das dir nochmal vor Augen führst, unfassbar. Okay. Jedenfalls erster Sieg für einen Deutschen. Die Ellen Lohr hätte es fast ein Jahr zuvor geschafft gegen den Laurent Aiello. Die ist nur knapp gescheitert. Das war schon mal ein Fingerzeig. Da kommt was aus Good Old Germany. Und dann macht der Müller das, 91. Eine ganz tolle Geschichte. Panschwitz wird Zweiter, ein deutscher Doppelsieg. Zweimal VW-Motor. Teams einmal Malte Bongers und einmal VW-Motorsport Bertram Schäfer. Die stehen dann da oben auf dem Podium beim Fürsten und beim Jean-Marie Balestre, kriegen ihren Pokal. Das ist eine Riesenfreude. Das Ganze hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass gleich ein Jahr später noch einmal ein Deutscher gewonnen hat, nämlich der Marco Werner, 1992. Okay. Das Team von Sigi Müller Junior, das hieß damals GM. Das hat nichts mit GM in Zürich zu tun, General Motors, sondern das hieß Kronemeyer und Müller, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch da wieder mit dem Opel-Motor. Es wurde dann 92 die große Saison für Opel vor allem. Und Opel hat dann auch mit dem Marco Werner Monaco gewonnen. Der Marco Werner hat übrigens in der neuen Zeit nochmal Monaco gewonnen, nämlich mit einem historischen Formel 1. Historischen Formel 1, ganz genau, ja. Der ist ja jetzt auch bei den Hysterischen gelandet. Der fährt da aber wie ein Wahnsinniger, ne? Ja, allerdings. Da ist der richtig fix, ja. So, dann gab es wieder eine größere Pause und dann gab es nochmal zwei deutsche Siege, nämlich einmal 96 durch den Marcel Thiemann aus Soltau für Bertram Schäfer, für das Opel-Team BSR mit dem Dallara Opel. Und ein Jahr später hat der Nick Heidfeld auch Monaco gewonnen. Das sind also immerhin vier deutsche Siege. Und fast hätte es 2005 beim vorerst letzten Grand Prix in Monaco nochmal einen deutschen Sieg gegeben durch den Adrian Sutil. Ja, okay. Mit einem Dallara Mercedes. Der ist allerdings am Lewis Hamilton gescheitert. Und der hat wie so viele. Platz zwei hinterm Hamilton erreicht. Der zweite Lauf, das hätte dann die große Sutil-Show werden sollen. Hamilton hatte ein kleines Problem, schlug irgendwo mit dem Auto an, im Bereich des Schwimmbads und Sutil hat ihn versucht zu überholen und hat dabei gecrashed. Der Hamilton hat es gewonnen. Beide Läufe, aber immerhin, es war nochmal zum guten Schluss ein Fingerzeig. Die deutsche Formel 3 hatte eine internationale Wertigkeit zum Schluss. Da können sich viele Länder dann mal ein Scheibchen abschneiden. Wir gucken uns jetzt erst nochmal diese Dame an. Oh, jo. Da gibt es eine gute Geschichte. Hat auch mein Kollege Bernard gedacht, hat in Most bei dem Lauf zur deutschen Formel-3-Meisterschaft, wo wir beide ja abgeordnet waren, um nochmal das Programm des Jörg Müller zu betreuen, der ja da unter ONS-Förderprogramm fuhr, ist mein Kollege Bernard pfeifend die Box entlang geschlendert und sah diese Dame etwa in dieser Position in der Box sitzen und hat im Vorbeigehen pfeifend dann auch gesagt, hui, was ein heißer Feger. Dafür hat er Standepete eine knallende Ohrfeige erhalten von eben dieser Dame. Diese Geschichte konnte ich natürlich nicht verheimlichen. Der Kollege Michael Bernard möge mir das verzeihen, aber sie muss erzählt werden. Ich habe mit der Claudia, das ist nämlich die Claudia Kreuzsaler aus Österreich, Ich habe mit der Claudia über Facebook sogar wieder Kontakt bekommen und habe ihr diese Geschichte noch mal kurz in Erinnerung geschrieben und sie hat sich schlapp gelacht. Darüber. Davon konnte sich aber noch genau erinnern, gell?
Sie konnte sich noch genau erinnern. Ein wahnsinnig hübsches Mädel. Und die Jungs haben natürlich alle da ganz große Stielaugen gekriegt. Aber mein Freund Michael Bernard, nie um etwas verlegen, geht da vorbei und sagt, ey, was ein heißer Feger. Ist sie immer noch so impulsiv? Österreich hat man aber unter dem heißen Feger was ganz anderes verstanden. Das war der Grund für die Ohrfeige. Ah, okay. Was heißt das? Bitte? Was heißt das in Österreich? Ich möchte es nicht vertiefen. Tatsächlich, ich frage mal meine Frau, die ist ja Österreicherin. Ja, na bitte, frage mal. Da muss ich ja aufpassen, was ich der sage. Also, die Dame war empört. Aber der Tag hat auch nicht nur schlecht begonnen mit dieser Ohrfeige für ihn, sondern für uns beide auch schlecht geendet. Wir sind dann abends noch in der Disco und sind dann fast noch verprügelt worden, weil der MIP, Kurzfassung Michael Bernard MIP, weil der da auch noch irgendein Mädel angesprochen hat und es da auch noch mal eng wurde. Da musstest du ja wieder. Also, ich war froh, wie ich wieder daheim war, um ehrlich zu sein. Ah, du, mit Österreichern ist nicht zu spaßen, da muss man immer aufpassen. Ja, aber dieses Bild musste ich euch mal gönnen. Ne? Aber was ist aus der Zauber? Das ist nicht nur was fürs Auge, die war schnell. Die konnte richtig gut Formel 3 fahren. Und was ist aus der danach geworden? Ist die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie in Österreich noch ein bisschen Formel 3 gefahren. Die hatten ja auch eine eigene Meisterschaft, die lange in Österreich existent war und dann irgendwann aber auch eingeschlafen ist. So wie wir heute ja in keinem dieser klassischen Länder mehr eine Formel 3 haben. Es ist ja wirklich so, dass wir weder in England, noch in Italien, noch in Frankreich, noch in Deutschland eine Landesmeisterschaft mehr haben. Ist alles weg. Vorbei, alles vorbei, ja. Ja, so. Von der Frau Kreuzzahler weiter zu einem anderen Gesicht, das auf den ersten Blick vielleicht gar nichts sagt, aber prominente Schwester. Das ist der Bruder von der Steffi Graf. Guck mal an. Das ist der Michael. Michael Graf im Team von Sigi Müller fährt einen Dallara Opel. Ich sag mal so. Also die Erfolge im Formelrennwagen, die seine Schwester auf dem Tennisplatz hatte, hatte er nicht. Okay. Also er war ein Mann des guten Mittelfelds. Er war kein Edeltalent. Und es war auch nur ein kurzes Gastspiel. Aber die Presse hat natürlich das Auto immer umringt, wo es in der Startaufstellung stand. Okay. Da hat auch mal der Mann auf der Pole Position alleine gestanden und die Fotografen standen dann in Reihe 5, weil es eben der Michael Graf war. Es war eine Bereicherung, sicherlich auch für die Presse, für die Fotografen, für die Journalisten. Aber vom Resultat her hat sich das in Grenzen gehalten. Das hier ist auch so ein Fall. Da steht der Ralf Schumacher. Oh ja. Mal ein paar Reihen zurück in der Formel 3. Das ist 1995 gewesen und der Bruder schon auf dem Weg zur zweiten Weltmeisterschaft. Und diese Zeit kommt zu Besuch der Michael und guckt sich das Treiben an. Und was passiert? Um den Michael und den Ralf schart sich eine Traube von Journalisten. Es ist alles rabenschwarz. Ich habe das von oben beobachtet, nach unten geguckt von der Sprecherkabine. Und vorne in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe kein Mensch, außer den Mechaniker zu dem jeweiligen Auto. So ist das. So mies, oder? So mies. Aber das ist ein ganz schöner Druck übrigens da auf Ralf gewesen. Ich meine, wie gemein ist das? Du sitzt da in so einer Nachwuchsformel und neben dir steht der zweifache Weltmeister und du willst eigentlich in seine Fußstapfen treten noch, ne? Ja, es war alles nicht einfach, auch für den Ralf nicht, aber er hat sich gut durchgebissen. Ja, das stimmt. Das ist auch ein irrsinnig gutes Team und eine schlagkräftige Mannschaft. Das ist nämlich das Meisterteam KMS aus dem Jahr 1995. Da ist der Norberto Fontana ist Meister geworden. Den Fontana haben wir hier links, glaube ich, jawohl. Und rechts sehen wir den Jarno Trulli mit einer etwas zu großen Mütze. Die rutscht ihm gerade so fast über die Augen. Ja. Jarno Trulli ist auch in die Formel 1 dann gekommen, wie wir wissen. Fontana hat zumindest mal Testfahrten in der Formel 1 gehabt. Dieses Team ist unter der Leitung von Gianni Bianchi und von Hasi Kaufmann. Das ist ein sehr schlagkräftiges Team aus der Schweiz. Und der Gianni Bianchi war einer der ganz fähigen Manager in der Formel 3. Hasi Kaufmann war selbst Meister, ich glaube 86, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. 86 oder 85, weiß nicht mehr ganz genau. Egal. Hasi Kaufmann ist links zu sehen und der Gianni Bianchi rechts. In der Mitte sind die Techniker und Mechaniker. Weil das Team so gut war, hat es dann 1997 auch den Auftrag gegeben für
RTL, das RTL Junior Team in der Formel 3 zu führen. Das waren die Herren Timo Scheider, Dominik Schwager und Alexander Müller. Initiator war der Jochen Nerpasch. Ja, okay. Der ist nämlich zur RTL gegangen und hat das Geld dafür locker gemacht und hat gesagt, wir müssen wieder mal was für den Nachwuchs tun und müssen wieder gucken, dass da was auf die Reihe kommt. Das war das zweite oder dritte Junior-Team, was der Jochen dann schon irgendwann mal gegründet hat, nach dem BMW-Junior-Team und dann nochmal ein Junior-Team und dann also dieses Junior-Team. Davor gab es noch das Mercedes-Junior-Team, wenn wir uns richtig erinnern, nämlich 1990-91 in der Gruppe C-Weltmeisterschaft. Das waren die Mercedes-Junioren, die Schumacher, Kreuzbeiner, Mendlinger. Ja. Da haben wir doch mal dieses tolle Bild eingeblendet, weißt du, wo die alle schwarz-weiß, wo die so miteinander stehen. So. Ne? Also das war mindestens das dritte Junior-Team, das der Jochen Nerpasch auf die Schiene gesetzt hat. Das war ja wirklich sein Spezialgebiet und da verdankt der deutsche Sport ihm wahnsinnig viel. Dass er das stimmt. Und aktuell kümmert er sich ja wieder um die BMW-Junioren, ne? Jetzt in Neuauflage. Ja, genau. 80, gell? Oder mit 81. 81, ja. Ich kümmere mich um gar nichts mehr, nur noch um dich. Und das werde ich jetzt auch ein bisschen mit längeren Pausen versehen, weil es wird alles schwergängiger. Einer, du kümmerst dich um die große Motorsportgeschichte, das ist doch auch wichtig. Ja, also hier mit der Teamchef Hans-Peter Kaufmann, Teammanager Gianni Bianchi und ich glaube, der Timo Scheider hat da sein Handwerk erst richtig gelernt in diesem Jahr und ist bis zum Schluss um den Titel gefahren. Und dann gab es den ganz großen Showdown, nämlich diesen hier mit Nick Heidfeld. Oha. Ah, ja. Nick Heidfeld in einem Schäfer-Auto mit Opel-Motor und der Kollege Scheider in einem Auto von Gianni Bianchi, also dem KWS-Team, KMS-Team, auch mit Opel-Motor. Also Motoren waren beides das Gleiche. Die Chassis übrigens auch, waren beides Dallara. Mhm. Und nur die Fahrer waren unterschiedlich. Und ich sehe die noch heute vor mir in der ersten Reihe stehen beim Finale, Supersprint Nürburgring. Ich war, ich glaube, ich habe das fernsehmäßig übertragen, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, so war es. Und da ist Folgendes passiert. Die sind beide zu gleicher Zeit losgefahren. Der Scheider stand links direkt am Rasen und der Heidfeld stand rechts. Und Kollege Heidfeld hat vielleicht einen Tick besseren Start gehabt und hat dann angefangen zu drücken und hat den Kollegen Scheider auf die Wiese gedrückt. Ja, und wenn du auf der Wiese bist, weißt du, was ist, ne? Das ist nicht mehr viel. War's dann schon. Ja. Meisterschaft war erledigt. Heidfeld Meister, Scheider Vize. Hm. War okay, war hart, aber ich würde sagen, es war gerade noch so tolerierbar. Aber es war schon eine heiße Nummer. Der Bertram hat, glaube ich, sich sehr gefreut und ich glaube, der Gianni Bianchi nicht so sehr. Die haben auch hinterher, glaube ich, noch ein Gespräch geführt. Aber es war, die Entscheidung war gefallen, war passiert, fertig. So, hier haben wir die Glücklichen nochmal. Ah ja, genau. Schäfer und Heidfeld nach dem Titelgewinn. So sind sie dann vor die Fotografen getreten und ein stolzer Teamchef und ein stolzer junger Nick Heidfeld, der es auch dann in die Formel 1 geschafft hat, wie wir wissen. Immer wieder dasselbe, ne? Ja. Er hat auch keine Formel 3 dazu gebraucht, keine Formel 2 dazu gebraucht, ne? So, wen haben wir denn hier? Ja, das ist nun der Beginn der Euro-Serie 2003. Bis dahin sind ja schon viele Rennen auch im Rahmen der STW gefahren worden und dann auch wieder beginnend mit der neuen DTM war die Formel 3 immer mit im Rahmenprogramm als deutsche Meisterschaft. Der letzte deutsche Meister, echte deutsche Meister, international gesehen, war der Gary Paffett 2002. Okay. DTM-Pilot. In der DTM ist er im Rahmenprogramm Formel 3 gefahren und kam dann zu Mercedes ins DTM-Team. Ja. Aber der war auch erst Formel 3-Fahrer. Okay. Der ist aber weder in die Formel, was weiß ich, noch in die Formel 1, sondern der ist in die DTM gekommen, war aber Formel 1-Testfahrer immerhin. Mhm. Nicht zu vergessen, Testfahrer. Okay. Tom Christensen übrigens auch Formel 1-Testfahrer. Das wusste ich gar nicht. Das hier ist der erste Eurocup-Sieger, der erste Sieger der Euro-Serie im Rahmen der DTM. Das war praktisch der Ersatz für die Formel 3. Das hieß dann Euro-Serie. Die Formel 3 hatte keine deutsche Meisterschaft mehr, sondern man hat dann ganz schnell von der Formel 3-Vereinigung einen sogenannten Formel 3-Cup gemacht.
Es ist keine offizielle Meisterschaft, aber immerhin eine inoffizielle, unterstützt von ATS, von Recaro und von was weiß ich, von wem sonst noch. Langsam braun, es wird alles gut. Das ist Ryan Briscoe, der mit einem Dallara Toyota dieses Ding hier geschaukelt hat. Nee, das war gar kein Toyota. Dallara Opel, oder? Das war gar kein Toyota, das war ein Dallara Opel. Der hat nur Toyota, ach jetzt weiß ich das, der hat Toyota am Helm stehen, weil da ist auch noch dann irgendwo in Amerika irgendwas in die Light Toyota gefahren oder so. Ja, okay. Deswegen, also ist ein Opel nach wie vor, Entschuldigung, sorry. Auch bei so vielen Jahren kannst du auch mal ein Schleudern kommen. Ja, du, also bei so vielen Marken und Herstellern, ich staune eh, wie du das auseinanderbekommst. So, das war aber auch der letzte Titelgewinn von Opel dann aus der neueren Dekade. Also Tom Christensen hat den ersten Titelgewinn für VW erledigt. Der Ryan Briscoe den letzten Titelgewinn für Opel. Dann kam die große Mercedes-Zeit erstmal. Für die nächsten Jahre war Mercedes-Land in Formel 3, gab es keinen Weg dran vorbei. Okay. Wurde für die anderen immer schwieriger. Es gab vielleicht nochmal hier und da einen Achtungserfolg, aber Mercedes hat die Sache im Großen und Ganzen im Griff gehabt und wurde immer Meister. Die Meister hießen dann nach dem Ryan Briscoe, Jamie Green und Lewis Hamilton zum Beispiel, nicht zu vergessen, der war auch bei uns, Paul Di Resta und. Romain Grosjean war da, Nico Hülkenberg, der übrigens auch in diesem Formel 3 Cup vorher gefahren ist, bevor er dann in die Euroserie eingestiegen ist. Sind alle in der Formel 1 gelandet, ne? Ja, da haben wir den Lewis Hamilton. Ja. Ja, das war 2005. Da hat er den Euro-Formel-3-Titel gewonnen mit Dallara Mercedes und hat auch das Formel-3-Masters gewonnen. Das ist übrigens ein Bild aus Zandvoort. Da ist er auch der Masters-Sieger. Der hat eigentlich alles gewonnen in dem Jahr, was man gewinnen kann. Und die weitere Karriere ist bekannt. Ja, der Lewis Hamilton. Hier haben wir unseren Freund Vettel, nicht zu vergessen, der natürlich auch in der Formel 3 gelernt hat. Und der auch im Rahmen der DTM die Euroserie gefahren ist und auch gerne gewonnen hätte, aber im Finale verloren hat. Mhm. War aber dran. Oder hier mit der Startnummer 1, Nico Hülkenberg, der immerhin der einzige deutsche Euroserie-Sieger geworden ist. Das war 2008. Also man sieht, all die Jungs, die in der Formel 1 gelandet sind, haben hier sich ihr Rüstzeug geholt. Diese Formel 3, die war in Deutschland so wichtig und auch beim Publikum so beliebt, weil es war ja immer Action, es war immer was los. Ja. Es war nie langweilig. Und man sieht auch, wie die Autos sich immer mehr dem Formel 1-Design angleichen. Ja. Das ist immer nah dran, finde ich. Also immer mehr Leistung gekriegt. Ich meine, also das fing an mit 100 PS ganz früh und endete bei 250 am Ende. Da sind wir bei 250 ungefähr. Jetzt ist schon ganz schön Musik drin, ne? Ja. Und heute fahren sie mit 300, 350. Und statt mit 2 Liter Motor mit 3,5 Liter oder was weiß ich wie viel. Okay. So, das hier ist ein Bild, was auch ein bisschen traurig macht. Da haben wir, das sind drei in der Euro-Serie aus dem Jahr 2009. Da haben wir links den Valtteri Bottas, bestens bekannt, inzwischen auch als Mercedes-Mann in der Formel 1. Wir haben in der Mitte den Jules Bianchi und wir haben rechts den Esteban Gutierrez. Jules Bianchi war unser Sieger Euro 2009, ist dann in die Formel 1 gekommen und hat dort seinen Job gemacht und ist leider Gottes beim großen Preis von Japan auf ganz, ganz brutale und fürchterliche Art und Weise tödlich verunglückt. Das heißt, er hat noch ein bisschen gelebt und ist dann später im Krankenhaus in Nizza, glaube ich, verstorben. Das hat uns alles sehr, sehr berührt. Und wenn ich hier diesen lachenden, fröhlichen Menschen sehe, ich habe ja diese ganze Bianchi-Dynastie kennengelernt ab den 60er Jahren. Da gehörte der Lucien Bianchi dazu und der Mauro Bianchi und viele andere mehr. Das ist ja eine große Rennfahrer-Dynastie und dass dem wirklich unglaublich guten Jungen das passiert ist, es war schrecklich. Wir erinnern uns ja alle noch an den Unfall, wo er da gegen
gegen dieses Bergefahrzeug gedonnert ist. Ja, ganz schlimme Geschichte, wirklich ganz schlimme Geschichte. Ja, das wollte ich also auch noch schnell mal erwähnt haben. War also auch einer unserer Eurocup-Sieger, unserer Euromeister. Dieser Mann hier war zwar nie Eurocup-Sieger, aber er hat sie alle richtig aufgemischt. Er hat sie richtig aufgemischt. Das hat er beibehalten bis heute. Max Verstappen. Ja. Der ist in die Fußstapfen seines Vaters übrigens getreten. Der Jos Verstappen, der Vater, wurde, als es noch eine deutsche Meisterschaft gab, Meister, so irgendwie in der Opel-Hochzeit in den 90ern. Der hat auch fast alles gewonnen im laufenden Jahr, stieg dann auch auf ins Benetton-Team. Teamkollege von Michael Schumacher ist auch, glaube ich, bekannt geworden durch den großen Feuerunfall in Hockenheim vor der Box, wo die ganze Kiste in Flammen stand und der Jos mittendrin. Sohnemann Max hat eine irre Formel-3-Saison hingelegt bei uns. Da war aber die Formel 3 schon auf dem Weg, sich mehr und mehr abzukapseln in Richtung FIA-Europameisterschaft und andere Rennstrecken. Das war dann schon die Zeit 2014, wo man gemerkt hat, es wird immer weniger an Formel 3 innerhalb der DTM und es sind nur noch vielleicht 4, 5 Rennen im Jahr statt 10 oder 11. In Erinnerung geblieben ist mir diese unglaubliche Nummer vom Jos Verstappen am Nürburgring 2014. Was war das? Da gab es 3 Rennen oder 2 Rennen und die hat er beide gewonnen, aber es gab jede Menge Safety-Car-Phasen und alles Mögliche und er hat immer wieder alles geregelt. Er hat mal bei Regen, mal bei Trockenheit. Das war der Moment, wo der Helmut Marko gesagt hat, den hole ich mir zu Toro Rosso. Und da hat die Karriere des Max Verstappen eigentlich den Anfang genommen. Der Nürburgring 2014 war im Prinzip der Auslöser dafür, dass er diesen Schritt hat tun können. So schnell vor allem. Auch natürlich alles übersprungen, Formel 3, ab in die Formel 1. Und wie das dann bei Toro Rosso ging, haben wir alle gesehen und wie es heute geht, wissen wir auch. Ne? Genau, genau. Ja. Der Helmut hat, das muss ich ja immer wieder sagen, der Helmut Marko, inzwischen 78 Jahre alt, und immer noch mit hellem, wachem Geist bei der Formel 1, Berater, Chef von Red Bull, der Mann im Hintergrund, der alle Fäden zieht. Der Helmut hat immer schon ein Auge gehabt für Leute, die ganz besonders veranlagt sind. Immer schon. Und auch hier hat er wieder recht gehabt. Es gibt x Beispiele. Ja, das stimmt. Ja. Mein alter Freund Helmut Marko, mein alter Formel-V-Kumpel, der wildeste von allen, der schlimmste von allen, der trickreichste von allen. Der querste von allen. Der wohl noch heute von dieser trickreichen Marco-Nummer. Das kann ich dir sagen. Ja, das hier ist 2017. Das ist Lando Norris. Das ist der letzte Formel-3-Euro-Titelgewinner auf deutschem Boden innerhalb der DTM. Wo der Lando Norris heute ist, wissen wir auch. Ja. Oder Formel 1 natürlich. Auch nicht schlecht, der Herr Direktor. Er rückt immer weiter vor, gell? Ja, und da fing es auch an. Formel 3. Das ist am, ja, nicht am Nürburgring, aber woanders halt irgendwo mit viel Grün und so. Ne? So, was haben wir denn hier? Dieser Mann hat die Formel 3 natürlich auch auf seine Art geprägt. Er hat sie nämlich vermarktet. Ja, Walli. Walter Mertes aus Köln. Der eine große Marketingagentur hat und der hat die ganze Formel 3 in der Zeit, in der sie bei der DTM angesiedelt war, betreut, vermarktet, Sponsoren gesucht, dies, das, jenes. Das war der Mann, der die Formel 3 eigentlich bei uns immer wieder hat neu formiert und geschaut, dass sie im Rahmenprogramm bleibt, bis natürlich irgendwann die FIA stärker war und dann war sie weg. Tja, so ist es. Und dieser Mann hat sich dann, nachdem die Formel 3 aus der DTM verschwunden war und auch wir keine deutsche Meisterschaft mehr hatten, schon ab den frühen Jahren, so ab 2002, 2003, gekümmert um den Formel 3 Cup, der dann ersatzweise für die deutsche Meisterschaft eingeführt worden ist, so als internen kleinen Meister. Das ist mein lieber Freund und Kollege Dahlmanns, der nicht nur die Sponsoren gesucht hat, der das Ganze auch pressemäßig vermarktet hat, der auch Streckensprecher war, der die Interviews gemacht hat, kommt aus Köln
früher, glaube ich, in Aachen gelebt, jetzt in Köln. Und dem verdankt die Formel 3 auch eine ganze Menge. Der war, wie gesagt, eigentlich schon Formel 3 Cup Mann ab 92 genau genommen. Und der hat diese Formel 3 begleitet seit 92 bis 2014, bis dieser Cup auch eingestellt worden ist. Und dann war nun gar nichts mehr. Und danach kamen noch so ein paar Tröpfelchenrennen und ab 2017, 18 war mal alles los. Ne? Schluss, ja. So sieht's aus. Also der Peter Dahlmanns, auch ein ganz verdienter Mann um die Formel 3, Vermarkter, Sponsorensucher, Cup-Initiator, hat sie auch, glaube ich, hier auf seinem Hemdskragen stehen, Formel 3 Cup. Also dieser Cup, der hat viele Jahre wenigstens diese kleine Lücke in Deutschland gestopft. Und man hat den Formel 3 Cup gehabt bei den STW-Rennen, man hat ihn gehabt bei allem Möglichen, bei dem GT Masters und. Ja, des Weiteren wäre dazu noch zu sagen, dass auch die Formel-3-Vereinigung natürlich irgendwann mal ihre Tore geschlossen hat. Ich glaube 2014 um die Zeit, 2015 ist es dann aufgelöst worden endgültig und damit war auch der Peter Dahlmanns dann seinen Job los, den er sehr gerne gemacht hat. Hm. Hier habe ich nochmal, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, einen Überblick über alle deutschen Meister, nochmal eine Erinnerung. Das war's mit der deutschen Formel-3-Meisterschaft. Hier. Schau dir mal die Namen an, du. Das sind nur alle Namen nochmal in aller Ruhe. Das ja. Kannst du ja ein bisschen länger stehen lassen, damit es auch jeder lesen kann. Und das ist ja ein Who is Who, eine Galerie von späteren Formel-1-Fahrern. Das ist ja unglaublich, gell? Das ist wirklich, da ist jeder einzelne Name wirklich ein Volltreffer, ne? Ich dachte, das ist vielleicht mal ganz interessant, das nochmal so zu zeigen. Stammt übrigens auch aus dem Formel-3-Guide vom Kollegen Neumeier. Und du siehst hier nochmal die ganzen Marken. Toyota. Ja, ist alles nochmal, auch die Motoren, ist alles dabei. Vier. Ja, auch die Teams. Es gab ja viele große Teams. Also Schäfer ist recht oft Meister geworden, wie man hier sieht. Mhm. Dann gab es auch das Team Kaufmann, Bongers, Schübel, Marco. BTS natürlich mit 3 Titeln, Marco mit 2 Titeln, Wendlinger und Müller. Das ist der Titel mit dem Fiat-Motor, ja? Ja, der Lara Fiat. So, und der letzte, wie gesagt, kommt aus dem Team Rosberg, das ist der Gary Paffett. Ja, okay, ja. So, dann habe ich hier nochmal auch das aus dem Formel-3-Guide von Wolfgang Neumeier, nochmal alle Eurocup-Sieger, beginnend mit dem Ryan Briscoe. Hier sind sie alle nochmal mit den Autos abgelichtet, Jahr für Jahr, kann man alles sich nochmal angucken. Ja. Ich meine, das gehört schon dazu, jetzt zum guten Schluss im Zusammenhang. Ja, klar, natürlich. Auch den Motor hat man dann jeweils, hier jetzt gerade im Moment sehr viel Mercedes, hier oben der letzte Opel-Erfolg, rechts mit dem Briscoe, dann erstmal viel Mercedes. Dann kommt VW nochmal zurück. Und zwar mit Einzelrennen und auch mit einem Titelgewinn, mit Lando Norris, der 2017 dann doch nochmal tatsächlich mit einem Volkswagen-Motor den letzten Titel gewinnt, der auch teilweise im Rahmen der DTM ausgefahren worden ist. Ab 2018 ist dann Schluss mit Lustig hier in Deutschland, dann haben wir gar keine Formel 3 mehr, dann ist alles in Händen der FIA und es gibt eigene Termine, eigene Rennen und kurze Zeit später ist alles angesiedelt in der Formel 1 und findet statt ohne große Öffentlichkeit. Ausschluss der Öffentlichkeit. Also so gucken an der Rennstrecke hier in Deutschland ist nichts mehr. Gucken am Fernsehen ist auch nichts, es sei denn, du hast Sky. Und da weiß ich auch nicht, was die zeigen oder nicht zeigen. So, jetzt haben wir uns das alles mal reingezogen und jetzt haben wir zum guten Schluss noch ein Bildchen, das im Moment eigentlich gar nichts mit der Formel 3 zu tun hat. Und da haben wir uns gedacht, Carsten, da wollen wir so eine Art Preisausschreiben machen. Wir machen ein Preisausschreiben und jetzt warte ganz kurz, natürlich vorbereitet wie immer. Hier ist der Preis. Aha. Drei Stück habe ich davon noch. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Einen fantastischen Ordner. Gespendet übrigens von Kraftwalzen. Ja, bitte. Drei Stück habe ich davon. Was? Die gibt es nicht mehr. Dann hat der Kollege Hess hat das gespendet, der Chef von Kraftwalzen. Der Kollege Hess hat es gespendet, der Chef von Kraftwalzen, und die verlosen wir sehr, sehr gerne. Ja. Denn ja, die gibt es nicht mehr und da sind die ganzen Geschichten drin, also eigentlich die Basis für meinen Podcast. Ne? Ja, also der Eberhard Hess hat da immer noch so einen heimlichen Bestand von solchen Sachen, auch von meinen Büchern, wie ich weiß.
Die gibt er dann immer so ratenweise raus. Ja, jetzt hat er also auch eines dieser letzten Exemplare, dieses Sammelbandes. Wie du das dann vom Reglement her machst, weiß ich nicht. Es war der Michael Hess übrigens, das müssen wir der Vollständigkeit halber noch sagen, dankenswerterweise, der Michael Hess. Das war der Michael, das war nicht der Vater. Nein, der Michael, der hat das jetzt, den Bestand anscheinend übernommen. Genau, okay. Verlosen wir sehr gerne. Du stellst jetzt die Frage und ich schreibe die Teilnahmebedingungen unten rein in den Text, wie lange man antworten kann und wohin man schicken muss und wie das alles geht. Gut, aber wie du das dann machst und dass das auch sicher über die Bühne geht, ohne Zoris und ohne Ärger für die Leute, das machst du, ne? Ja, das mache ich. Das wird nicht ohne Ärger über die Bühne gehen, aber... Ja, gut, das ist dein Problem, nicht meines. Ich helfe jetzt nur insofern, als ich sage, dieses Bild zeigt drei Personen. Ja. Rechts sehen wir auf dem Kinderroller oder Fahrrad oder Mofa oder was das ist mit der Nummer 5, meine Tochter Maren und die Frau Mutter, Britta, hinten dran, die gleich aufpasst. Links in diesem Bild sehen wir den Spielkameraden von meiner Tochter Maren. Beide sind um diese Zeit ungefähr 5 Jahre alt. Sie sollen, liebe Zuhörer und Zuschauer, nun mal erraten oder auch ergründen, wer dieser Spielkamerad ist. Hilfestellung. Der Spielkamerad hat Motorsportkarriere gemacht. Er hat alle Formeln durchlaufen bis zur Formel 1, hat im Kart begonnen, ist Formel Ford gefahren, Formel Ford 2000, Formel 3, Formel 3000 und sogar Formel 1. Er ist Deutscher. Und mehr sagen wir nicht. Mehr sagen wir nicht. Mehr sagen wir nicht. Und wir lösen das beim nächsten Mal auf, wenn wir uns wieder sprechen. Ja. Und das Gewinnspiel können ja bis dahin gehen und dann ziehen wir einfach die Namen. Ich schicke dir einfach die Namen und wir ziehen das dann live quasi im nächsten Video. Ein letzter kleiner Hinweis noch. Aber nur ein kleiner. Ein kleiner. Okay. Beide Vornamen haben den gleichen Anfangsbuchstaben, den ich aber jetzt nicht sage. Okay. Okay? So, dann viel Vergnügen damit. Geht mal ans Raten und ans Rätseln. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wer es als Erster schafft. Ja? Jedenfalls haben die beiden viel Spaß gehabt mit den Dingern da und mit vielem anderen mehr auch. Okay. Gut, aber die Freundschaft hat nicht, die ging nur höchstens ein Jahr. Oh, okay. Wie das bei Kindern so üblich ist, ne? Ja, dann geht das durch Umzug und alles Mögliche und ja, und wie das eben so ist, dann fällt das auseinander. Aber war sehr nett um diese Zeit. Rainer. Gut. Ja, jetzt sind wir durch, ne? Jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir alles über, also das ist ja unglaublich, was wir hier für eine Rennserie aufgearbeitet haben und wie viele Jahrzehnte wir hier aufgearbeitet haben. Und ich freue mich, dass du das gemacht hast und dass du vor allem so viel Vorbereitung da gemacht hast mit den ganzen Fotos und mit den ganzen... Also ich kann dir sagen, es war eine Mammutaufgabe und ich kann dir sagen, dass diese Vorbereitungen, gerade für solch umfangreiche Sachen wie diese hier, die nehmen bei mir, da ich ja auch nicht mehr der Schnellste bin inzwischen, ich bin auch langsam geworden durchs Alter, wir nehmen schon viel Zeit in Anspruch, sodass schon meine Frau mich manchmal fragt, ob ich noch irgendwie alle Tassen im Schrank habe, hier für nichts hinzusetzen und das alles zu machen. Und hier bleibt die Hausarbeit liegen und die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, die Betten sind nicht gemacht und was weiß ich alles. Ja. Und ich kriege hier ständig ordentlich Zunder. Da kann ich nur sagen, das ist etwas, was mir Freude macht. Das ist hier meine eigene Vergangenheit, die ich noch mal ein bisschen aufarbeiten kann. Wenn sie nicht schön gewesen wäre, würde ich das auch nicht machen. Aber da meine Vergangenheit im Sport eine gute war und ich so verdammt viel erlebt habe, finde ich es jetzt heute auch nicht so schlecht, das nochmal ein bisschen aufzuarbeiten. Kostet halt nur verdammt viel Zeit, auch viel Kraft. Aber ich mache es noch immer gerne. Rainer, wir wissen das zu schätzen und wir haben jetzt alle vor allem im Kopfkino den großen Rainer Braun, wie er zu Hause die Betten ausschüttelt. Ja, wir haben einen Deal jetzt gemacht, weil ich ja überhaupt zu nichts tauge bei der Hausarbeit, dass ich jetzt verschiedene Dinge einfach übernehmen muss. Dazu gehört es, die Betten zu machen, nachdem sie also ausgelegt sind, 2-3 Stunden. Dazu gehört die Spülmaschine auszuräumen, dazu gehört die Einkäufe hochzutragen. Dazu gehört das Auto morgens rauszufahren, damit meine Frau nur noch einsteigen muss. Bihaha, was heißt das denn? Da geht schon wieder los. Das ist aber jetzt unerhört. Da geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ja. Hast du dazu was zu sagen? Lieber nicht. Lieber nicht, sagt sie. Nee, okay. Also wir sind noch in einer Erprobungsphase, sagen wir mal so. Ich mache noch nicht alles richtig. Ich decke auch den Frühstückstisch schon morgens. Also ich habe viele Hausarbeiten übernommen. Nur das Gießen habe ich jetzt wieder vergessen. Jetzt ist über Pflanze eingegangen.
Rein. Naja, gut, aber es wird besser und ich bessere mich auch von Tag zu Tag. Ich werde immer perfekter und ich garantiere dir, am Jahresende bin ich ein fast perfekter Hausmann. Ja, da bist du also, na gut. Der Ritter wird dann kommen und berichten und das bestätigen, ja? Der Traum einer jeden Schwiegermutter. Sie sagt, es wird nicht mehr dieses Jahr, aber na, das wenn ist, sie das meint. Das hat ja immer alles was mit der Lehrerin zu tun, ne? Die einem das Ritter, du könntest mich wirklich mal hier unterstützen und mal ein bisschen meine Motivation anheben, anstatt da im Hintergrund rumzuorgeln, ja? Man bekommt einen ungefähren Eindruck, wie es im Hause Braun aussieht momentan. Ich glaube, die Pandemie sollte bald vorbei sein und dann gehen ja auch wieder die Rennstreckenbesuche los. Ja, ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, meine Außenpräsenz hat sich von selbst erledigt jetzt langsam. Ich wollte nur sagen, ich habe ihr auch angeboten zu kochen zum guten Schluss, ja. Aber dann hat sie gesagt, nee, das lassen wir lieber. Sie schreiend abgewunken, oder? Naja. Ja. Jetzt darfst du so. Jetzt bitte nicht noch an, Spargel zu schälen. Ich sag dir, das ist die Vorhölle. Das ist der ja, dann schneide ich mir einen Finger ab. Das erlebe ich gerade, ja, genau. Ich bin froh über jeden Spargel. Sie sagt, nein, den Spargel geschält. Ach so, sie hat den Spargel geschält, sagt sie. Okay. Sie ist nur im Hintergrund, sie kommt heute nicht ins Bild, gell? Nein, okay. Sie ist im... Ja, die Sache prüfend gelauscht, gehört und ja. für nur gut. Die letzten 5 Minuten, sagt sie. Diese Randale immer im Hintergrund. Ja, Wahnsinn, oder? Unglaublich. Ne? Wahnsinn. Gut. Also, mein lieber Carsten, es war eine schöne Geschichte, wie ich fand heute. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Erste das Rätsel hier geknackt hat. Da bin ich auch gespannt und ich freue mich auf die Auflösung. Und lass dir ein ordentliches Reglement einfallen, damit es keinen Zoppes gibt hinterher. Gell? Ja, das kriegen wir schon hin. Rainer, vielen Dank für deine Zeit. Grüß deine liebe Frau. Guten Appetit jetzt und danke für die tollen Informationen. Immer gern. Guck mal, wie du schon gleich den Kopf einziehst. Ich sehe, sie ist jetzt näher gerückt. Sie ja, oh Gott. Wir machen aus. Ja, Schluss. Aus, Ende. Ende, Feierabend. Genau, tschüss. Ciao, Ende. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.